herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass ihr da seid. Ich freue mich auf eine gemeinsame Videotime. Ja, ich habe dabei heute das Gilde-Tarot von Ciro Marchetti und ich möchte beleuchten, welches Karma euch zusammengebracht hat und was ihr daran lernen solltet. Ja, ich mache diese Legung immer wieder, denn es schauen ja auch immer wieder andere Zuschauer zu und du hast ja wahrscheinlich auch in deinem Leben vielleicht mehr als einen Partner kennengelernt. Das heißt, es kann ja auch sein, dass immer wieder mal ein anderer hier zum Vorschein kommt sozusagen. Das heißt, man kann sich diese Legung immer mal wieder anschauen und auch immer wieder schöne Erkenntnisse für sich draus ziehen. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, was ist das Karma hier überhaupt gewesen? Und was waren seine Lernaufgaben und was waren deine Lernaufgaben? Und wenn du damit in Resonanz gehst und dir wichtige Erkenntnisse mitholen kannst, dann würde ich mich darüber sehr, sehr freuen. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Bitte drehst dir um, wenn du ein Mann bist und bei dir die Rollenverteilung anders ist. Und ganz lieben und herzlichen Dank für all eure Likes, für all eure Kommentare und Abos. Ihr seid sensationell, das freut mich immer so, so sehr. Ja, und das bestärkt mich auch darin, weiterzumachen, euch weiterhin auch meine Erkenntnisse, mein Wissen zu geben. Für mich ist das so, als würde ich Blumen gießen, ne? In der Hoffnung, dass das, was ihr euch hier zuteil wird, dass es euch hilft und ihr groß und stark und selbstbewusst, emotional unabhängig und so weiter werdet. Wir können so viel selbst für uns tun. Wir brauchen nicht permanent Berater, wir brauchen nicht permanent Therapeuten, die uns irgendwo hinbringen. Wir können so, so viel für uns selber tun. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dann freut es mich sehr. Ja? So, jetzt schauen wir mal. Haben wir die Kamera in die richtige Position? So, so ist gut. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt möchte ich erst mal wissen, um wen es hier geht. Um wen geht es hier? Wer zeigt sich hier? Welcher Mensch zeigt sich hier? Welcher Mensch hatte mit dir hier ein Karma? Da kommen die 7 der Münzen. Die Sonne. Und die 3 der Schwerter. Ich vermute, es war jemand, der sich entweder nicht genügend Zeit genommen hat. Ich vermute mal, dass er zu schnell war. Ja, dass er nicht geduldig genug war dir gegenüber, der hier sehr egoistisch vorgegangen ist und der damit bei dir einen Herzbruch erzeugt hat. Ja? Also vielleicht ist er zu schnell sexuell vorgegangen, das ist ja immer der Klassiker. Vielleicht hat er einfach auch dich nicht wirklich als Mensch erfasst, vielleicht hat er dich unterschätzt, vielleicht hat er dich falsch eingeschätzt, vielleicht hat er dir nicht die Zeit gegeben, sich auf einer menschlichen, freundschaftlichen Ebene kennenzulernen, vielleicht hat er dich einfach zu schnell wieder verabschiedet. Schau mal, ob du so einen Menschen kennst oder so eine Situation kennst. Vielleicht noch eine Reihe dazu. Was war hier die Situation? Da kommen die 6 der Stäbe, die 9 der Schwerter und der Teufel. Ja, ich vermute mal, dass hier tatsächlich jemand ungesund vorgegangen ist im Kennenlernen und Eroberungsprozess. Ja? Dass er entweder selbst schlaflose Nächte hatte, weil er die Angst hatte, dass er sich hier von dir abhängig machen könnte oder dass er tatsächlich unangemessene und ungute Angebote gemacht hat. Kann auch sein, dass er hier versucht hat, dich in eine Abhängigkeit zu bringen oder dich zu manipulieren und das nicht funktioniert hat.
Auch das ist möglich. Na? Also ich glaube, dass wir hier eine Situation haben, die nicht lange existiert hat, die nicht lange gedauert hat. Wahrscheinlich ist das Ganze hier im Anfangsprozess, und es ist ja nun mal so, dass ganz vieles am Anfang gleich wieder scheitert, dass dieses hier am Anfang gleich wieder auseinandergegangen ist. Trotzdem, liebe Leute, trotzdem sind diese Erkenntnisse wichtig, ja? Also, auch wenn ich jemanden kennenlerne und nach kurzer Zeit feststelle, das war es jetzt nicht, dann nehmt bitte diese Lernerfahrung wichtig und ernst. Deswegen machen wir jetzt auch diese Legung, weil scheinbar gab es da etwas, was ihr aneinander lernen solltet. Und manchmal sind es kleine Dinge, manchmal sind es große Dinge, aber oft ist es so, dass unser Weg erstmal gepflastert ist mit solchen Erfahrungen, bis wir dann tatsächlich da ankommen, wo wir hinkommen wollen. Scheitern ist etwas ganz Wichtiges auf dem Weg zum Erfolg. Scheitern heißt nichts anderes als jetzt weiß ich, wie es nicht geht. Ich erinnere immer wieder an Thomas Alva Edison, der den Glühdraht erfunden hat, dem man nachsagt, dass er angeblich 1000 Versuche brauchte, bis dieses Ding endlich geglüht hat. Und man ihn gefragt hat, wie er denn dieses Durchhaltevermögen behalten konnte. Weil er gesagt hat, er hat immer wieder einen Weg gefunden, wie es nicht geht. Und der war scheinbar nötig, um dorthin zu kommen, dass es irgendwann dann, das ist Ausschlusskriterium, ne? Nach Ausschluss. Das will ich nicht, das will ich nicht, das war es nicht, das war es nicht. So what, weiter. Wenn ihr tatsächlich eine feste Partnerin oder einen festen Partner haben wollt in eurem Leben, dann lasst euch nicht abschrecken davon, dass ihr davor einige kennenlernt, mit denen es halt nicht passt. Wichtig ist immer, dass man sich nicht sofort auf die sexuelle Ebene begibt, vor allen Dingen als Frau, weil Frauen da leider sehr schnell ihr Herz verlieren und dann in einer Schmerzfalle gefangen sind. Ja? Und sie dann wissen, dieser Mann tut mir nicht gut, ich will den eigentlich auch gar nicht, und trotzdem entsteht dadurch Bindung. Für Frauen entsteht durch Sexualität Bindung, Punkt. Und da müsst ihr dann erstmal wieder rausfinden. Deshalb haltet euch zurück, Ladies. Kann es euch nur sagen, das ist keine altmodische Nummer. Ich habe da selbst meine Erfahrungen gemacht. Ja? Ich bin Widder, also ich hab vieles ausprobiert, das dürft ihr mir glauben. Und ich bin zum selben Aspekt gekommen oder zum selben Schlusspunkt gekommen. Ja? Bestimmte Dinge sollte man nicht tun, weil man sich damit nur selbst verletzt. So, jetzt möchte ich gerne wissen, was war denn euer Karma? Was war euer Karma? Was hat euch hier zusammengeführt? Was hat euch hier zusammengeführt? Da kommen die 7 der Schwerter, der Eremit, die Königin der Stäbe, die 5 der Stäbe und der Ritter der Münzen. Ich glaube, um was es hier ging, war, dass man hier lernen sollte, genau hinzugucken. Na? Also euer beider Thema war hier, das Thema Geschwindigkeit, das Thema Leidenschaft, es geht hier meines Erachtens tatsächlich um das Thema Sexualität, ja, vielleicht auch Lug, Betrug und im Sinne von Konkurrenz, Betrügen, also noch andere Partner könnte hier ein Thema gewesen sein. Ich gehe davon aus, dass es etwas ist, was nicht aus diesem Leben kam, sondern was man schon mitgebracht hat.
Es gibt ja Karma, was man sich in diesem Leben wieder anschaffen kann. Ne? Karma kann man sich immer anschaffen. Und das schaut mir so aus, als hätte man sich wieder getroffen. Man hat diese Situation schon mal miteinander erlebt oder eine ähnliche Situation. Und es ging darum zu schauen, ob man diesmal anders umgeht damit. Ja? Der Fokus liegt hier vor allen Dingen bei der weiblichen Energie. Vielleicht schauen wir dann nachher gleich nochmal genauer hin. Vielleicht ging es hier darum, generell mit dieser sexuellen Anziehung umzugehen, dieses Feuer, diesen sexuellen Trieb auch unter Kontrolle zu haben, ja, im Blick zu haben. Auch das kann hier ein Thema gewesen sein. Und zusammen auch mit dem Aspekt von Geschwindigkeit, ja? Also zu schnell. Zu schnell, zu viel, zu hoch, zu weit, alles zu viel. Na, nichts Ausgeglichenes. Sag mir mal noch ein bisschen mehr zum Thema, was hier euer beider Karma war, was hat euch hier zusammengeführt? Welche Themen stecken da drin? Der Page der Kelche, die fünf der Schwerter, der Hierophant, der Ritter der Kelche und die vier der Kelche. Hier kriege ich noch sowas rein wie dass man zum einen nicht wirklich gut auf Signale geachtet hat, dass man nicht wirklich auf seine innere Führung auch gehört hat, die einem vielleicht schon gesagt hat, sei vorsichtig, pass auf, mach das nicht, ja? Man hat also nicht man war nicht in Kontakt mit sich selbst, man hat nicht auf eigene Intuition gehört und man hat aber auch versucht, etwas, ja, sage ich mal, etwas sollte so laufen, wie man es sich vorgestellt hat. Also da liegt auch sowas wie Macht drin. Ne? Es muss unbedingt so sein, wie ich das haben will. Dafür spricht der Teufel hier in Verbindung mit dem Hierophant und die Königin der Stäbe da dazwischen. Also da war schon etwas von, ich will das jetzt und unbedingt. Ne? Und wenn ich es nicht kriegen kann, dann lasse ich sofort wieder los. Ne? Das passt auch hier zu der ersten Legung, wo ich gesagt habe, da ist jemand sehr ungeduldig gewesen. Also entweder du gibst mir jetzt und sofort das, was ich haben will, oder wir lassen es. Kann auch Erpressung drin gesteckt sein, auch das ist möglich, ja. Ich sage mal, in dieser Kombination kann sogar Nötigung gesteckt haben, dass dich jemand zu etwas bringen wollte, was du nicht wolltest. Und es scheint hier ein Thema gewesen zu sein, das nicht aus diesem Leben war. Wahrscheinlich bist du diesem Menschen in diesem Leben noch nicht begegnet, aber du kanntest ihn aus einem anderen Leben. Daher wahrscheinlich auch diese immense Anziehung und daher auch diese Geschwindigkeit. Und da sage ich auch immer wieder, passt auf, wenn sich jemand schon so vertraut anfühlt, ein Kontakt zu jemandem, ne, wenn ihr das Gefühl, ah, das fühlt sich so an, als würde ich den schon kennen, das ist nicht immer unbedingt was Gutes. Da kann auch ganz einfach ein Karma-Patient vor euch stehen. Und dann könnt ihr die Schleife nochmal drehen, ihr könnt natürlich auch auflösen dabei, das ist schon klar. Es gibt aber auch Möglichkeiten, ohne dass ich mir hier eine dicke Verletzung einholen muss, dann da wieder rauszukommen. Aber wenn ich natürlich glaube, das ist er jetzt und weil sich das so toll anfühlt, das ist mein Seelenpartner, na, das sind einfach ganz einfach oft karmische Partner. Ganz einfach. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, was war sein Lernauftrag? Was sollte er lernen? An dieser Situation. Was sollte er lernen? Die 10 der Münzen, die Stärke und den Pagen der Stäbe. Ja, was er lernen sollte, das war mir eigentlich fast schon klar, als ich diese letzte Reihe gelegt habe, ist, dass man seine Wünsche
oft erreicht, wenn man einen Gang kleiner schaltet. Wenn man es mit Liebe und mit Achtsamkeit angeht. Ne? Die Stärke ist eine Macht, die nichts mit Durchsetzung zu tun hat, die nichts mit Gewalt zu tun hat, sondern diese Frau schafft es, den Löwen zu bändigen durch ihre Liebe, durch ihre Weiblichkeit, durch ihre Achtsamkeit. Also er hatte hier zu lernen, dass er, wenn er so vorgeht, so forsch, wie er hier scheinbar vorgegangen ist, ja, rein mit Gewalt, ich will, ja, dass er damit scheitert. Er sollte erkennen, dass er seine Wunscherfüllung nur dann bekommt, wenn er hier ein bisschen smoother vorgeht. Hier liegen so viele gewalthafte Karten, hier liegt so viel Macht. Ne? Also hier hat jemand seine Macht genutzt, benutzt und unten auch wahrscheinlich sogar missbraucht, wenn der Teufel da liegt. Also die Geschichten, die ihr da jetzt vielleicht erlebt habt, wenn da mit in Resonanz geht, die können wirklich sehr breit sein. Ich möchte da jetzt gar nicht erwähnen, was da alles passiert sein kann. Was sollte er noch lernen? Die zwei der Münzen. Die sechs der Münzen. Und den Tod. Na, wenn er unausgewogene Entscheidungen trifft, dann führt das ins Aus. Wenn er alleine Entscheidungen trifft, ohne seinen Partner oder seine Partnerin mit einzubeziehen, dann führt das ins Aus. Du hast hier einen Vollegoisten gehabt, ganz einfach. Das war ein Vollegoist. Der hat nur auf sich geschaut. Der hat nur darauf geschaut, dass er kriegen kann. Kriegen, 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 kriegen. Ja? Eine noch, was sollte er noch lernen? Der König der Schwerter, den Hängenden und das Ass der Schwerter. Ja, Schwertenergie, genau. Ein bisschen seine Impulse zurückzufahren oder ein bisschen viel, mal in den Verstand zu gehen, mal genau hinzugucken, die Dinge vielleicht auch mal aus deiner Sicht zu betrachten, sich in die Situation seines Gegenübers zu versetzen. Ja, mal genau hinschauen, was macht er da eigentlich, was bewirkt er mit seiner Handlung. Also ein völlig unbewusster Charakter hier. Das sollte er hier lernen. Das sollte er hier an dir lernen. Jetzt schauen wir mal, was du an ihm lernen durftest. Oder an der Situation mit ihm. Was war denn deine Lernaufgabe hier? Was durftest du hier lernen? Da kommt die Mäßigkeit. Die vier der Schwerter. Und die Königin der Kelche. Die hier rausgeht. Meine Vermutung, den Karten nach, dass du zurückhaltender hättest sein oder lernen durftest, zurückhaltender zu sein, dass du entspannter, ruhiger, ausgeglichener und zurückhaltender hättest sein dürfen oder das zu lernen dürfen, ne? Hättest das lernen dürfen, das war dein Lernauftrag. Und hier auch nicht sofort mit so viel Gefühl reinzugehen. Ne? Also die Königin der Kelche, die hier den Rücken zeigt, heißt, sie geht hier raus, wahrscheinlich warst du zu nett, zu lieb, zu willig, ne? Hast ihm vielleicht viel zu schnell zu viel gegeben und bist hier vielleicht in eine, ich sage jetzt mal wirklich Sexfalle getappt, obwohl du eigentlich Liebe und Gefühle gewünscht hättest.
Hier wäre es wichtig gewesen, oder es war wichtig, hier zu lernen, zurückhaltend zu sein, vorsichtig zu sein, entspannt zu sein und dich nicht so schnell einzulassen. Was noch? Die 10 der Kelche. Die 4 der Münzen. Und die 7 der Stäbe. Ja, du hättest dein, du solltest hier lernen, dass du dein Wunschziel einer Familie, einer festen Partnerschaft, hier der Happy Family Card, dass du das hättest verteidigen müssen. Daran hättest du festhalten müssen. Ich vermute, du hast dich hier in eine Affäre ziehen lassen oder in eine schnelle sexuelle Nummer, was aber gar nicht dein Ding ist, das will doch eine Königin der Kelche gar nicht. Du wolltest den Jackpot haben in familiärer Hinsicht, du wolltest hier ankommen und hast hier nur Sex bekommen, weil du dich zu schnell eingelassen hast. Das musstest du hier lernen. Du hast auch verloren. Du hast auch verloren, weil du dich hier selber, weil du hier deine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt hast. Das kann sein, dass du diesen Mann unbedingt haben wolltest. Kann ja auch sein, ich meine, das ist ja euer beider Thema hier gewesen, das ist ja, die Mitte ist ja hier euers, dass auch du dich extrem hier sexuell angezogen gefühlt hast. Oder von seiner oder seinen Manipulationsversuchen, was auch immer der Teufel hier sein mag, ja? Vielleicht hast du auch eine Abhängigkeitsstruktur und bist ihm hier reingetappt in die Falle. Ja? Jedenfalls hast du lernen dürfen, dass du bei deinen Werten bleibst, bei dem, was du dir eigentlich wünschst und dich nicht mit weniger einlässt. Was hast du noch lernen dürfen? Da kommt die 3 der Münzen, die 3 der Kelche und die 8 der Kelche. Ja, ich fange gleich runter. Du hast lernen dürfen. Deine Lernaufgabe scheint es generell zu sein, dass dann, wenn dir hier nicht Freundschaft angeboten wird, dass du hier gehen darfst. Dass wenn dir hier zum Beispiel auch eine Dreierparty angeboten wird, dass du gehen darfst. Was du lernen durftest, war, dass du tatsächlich alles ablehnen darfst, was nicht deinen Werten entspricht. Ich vermute, dass hier Menschen in Resonanz gehen, Frauen in Resonanz gehen, die sich, weil sie einen starken Wunsch nach einem Partner haben oder hatten, mit Männern eingelassen haben, nur um jemanden zu haben und dabei im Prinzip ihre eigenen Prinzipien, ihre eigenen Wünsche und Werte aufgegeben haben. Und das hat sie in die Verletzung gebracht. Das ist das, was du hier erkennen darfst. Im Prinzip hat nicht dieser Mann dich verletzt, im Prinzip hat es dich verletzt, dass du dich selbst verlassen hast. Deine eigenen Prinzipien und Werte verlassen hast. Dass du vielleicht durchaus gesehen hast, wie dieser Mann ist und tickt. Und du dachtest, du drehst ihn schon um, zum Beispiel. Oder, ach, ist ja egal, Hauptsache, das wird dann schon, ne? Das wird dann schon. Sagen mir ganz viele Frauen, na ja, das entwickelt sich schon. Man muss ja erstmal jemandem eine Chance geben. Nein, wenn du erkennst, dass der hier in der Teufelsenergie kommt, dann lass die Finger davon. Denn die Konsequenz ist, dass du Verletzung bekommst und dass du eben nicht das bekommst, was du möchtest. Das ist dann nur einer mehr auf deinem Weg, von dem du weißt, dass du den nicht brauchst. Und solange du solche Männer sammelst, kommst du nicht zu dem hin, zu dem du wirklich hinkommen willst. Denn dein Platz ist ja immer besetzt mit irgendeinem, der dir nicht dient. Das müsst ihr euch immer wieder bewusst machen, ja? Also, versteht, was ich damit meine. Wenn ihr so einen erlebt habt, dann betrachtet es als notwendiges Übel dafür, um zu wissen, was ihr nicht wollt. Schmeißt euch aber nicht, wenn ihr das seht, wenn ihr das wahrnehmt, sehendes Auges an so einen Partner.
Partner kann man das gar nicht nennen, ja, an so einen Mann. Weil damit besetzt ihr ja den Platz, den sonst ein anderer, der es vielleicht ernst meint und der diesem Wunsch entsprechen könnte, nehmt ihr den Platz weg. Überlegt euch das mal. Überlegt mal, wie viele Frauen Männer an ihrer Seite haben, die sie eigentlich gar nicht wollen, nur damit sie einen haben. Ich finde das tragisch. Ich finde es wirklich tragisch. Denn damit begeben sie sich in den permanenten Dauermangel. Und wenn ich im permanenten Dauermangel bin, dann kommt kein Mann, der mir Fülle geben kann. Denn das ist das Gesetz der Resonanz. Das funktioniert einfach nicht. Ich muss jetzt hier heute wirklich mal so deutlich sein. Ja? Lieber bin ich doch alleine und mit mir glücklich und in einer Fülle-Position und habe damit die Chance, dass ich tatsächlich jemanden kennenlerne, der zu mir passt und der auch in einer Fülle-Position ist, weil Gleiches zieht Gleiches an. Statt mir jemanden zu nehmen, nur damit der Platz neben mir besetzt ist oder hinter mir oder keine Ahnung wo, was mich aber nicht erfüllt und mich in einer permanenten Mangelposition hält. Aus einer Mangelposition kann ich nur Mangel anziehen. Versteht das bitte. Also hier durftest du lernen, dass wenn du dich mit weniger zufrieden gibst, dass du nicht an dein Ziel kommst. Alle die, die jetzt hier in Resonanz gehen, schaut euch das Video bitte nochmal an. Schaut es euch nochmal an. Und überlegt mal, ich meine das jetzt wirklich ernst, und überlegt mal, bei dem Teil, den ich hier gelegt habe, wo habt ihr es schon gespürt? Seid mal ganz gnadenlos, ehrlich mit euch selbst. Wo habt ihr schon gespürt, in welcher Energie dieser Mann hier ankommt? Was er von euch wirklich will? So wie die Karten hier liegen, muss es mehrere Situationen gegeben haben, wo ihr da ist so viel Aggression, da ist so viel Gewalt, da sind so viele schwere Karten drin, wo ich davon ausgehe, da muss man wirklich abgeriegelt sein, wenn man das nicht merkt. Und die Erfahrung zeigt auch immer wieder, dass wir sehr wohl diese Impulse bekommen, dass wir es sehr wohl auch merken und spüren, aber wir schieben es weg. Weil der Wunsch nach Partnerschaft so groß ist, dass wir alles in Kauf nehmen, dass wir alles ertragen. Aber liebe Leute, damit kommen wir nicht in unsere Wunscherfüllung. Für mich ist ein Mann an meiner Seite nicht die Wunscherfüllung. Erst dann, wenn dieser Mann sich als das herausstellt, was mich tatsächlich dann in diese Position bringt, der Wunscherfüllung, dann habe ich den Jackpot. Vorher nicht. Vorher habe ich nur einen Mann. Oder eine Frau, drehst dir um, wenn es andersrum ist. Das kann für mich nicht das Ziel sein. Damit schafft ihr euch immer wieder eins, nämlich dieses Leid, dieses Herzensleid. Das Leid des Herzens, das Gefühl der Vergeblichkeit, dessen, dass es halt wieder nicht geklappt hat. Und dann sagen diese Frauen irgendwann, ich habe keinen Bock mehr. Männer sind ja alle eine Katastrophe. Mit Männern kannst du nichts an. Ja, ist ja klar, wenn ich selbst immer wieder zugelassen habe, dass die Männer, die es halt nicht bringen, in mein Leben dürfen. So einen Mann darfst du gar nicht die Tür aufmachen. Ganz einfach. Das erste Mal wahrgenommen, sofort raus damit. Du darfst dich doch selbst beschützen. Du darfst doch selbst für dich sorgen. Wenn du das nicht tust, ein anderer tut es nicht. Hier ist jemand Egoistisches gewesen, der voll akzeptiert hat oder mit auf dem Schirm hatte, dass er dich verletzen könnte. Und dem hast du die Tür aufgemacht. Das ist das, was ich immer meine. Wir haben beide Verantwortung in einer Partnerschaft, Beziehung oder was auch immer das ist, wie auch immer du es nennen willst. Der eine, der was Böses macht und der andere, der es zugelassen hat. Und wenn du dir wenn du das zulässt, dass dich jemand so behandelt, dann schau bitte hin, wo das herkommt. Warum erlaubst du das?
Was ist bei dir die Ursache dafür, dass du das erlaubst? Denn wenn du das weißt, kannst du es abstellen. Sonst kommt noch einer und noch einer und noch einer oder noch eine und noch eine und noch eine. Ja? Die Königin der Kelche schaut hier raus, die wollte es nicht sehen. Die hat es sicher wahrgenommen, aber sie wollte es nicht sehen. So, jetzt höre ich auf. Jetzt habe ich lang genug geschimpft. Na, ich schimpfe nicht mit euch, bitte nicht falsch verstehen. Aber also solche Legungen, da denke ich mir manchmal wirklich, wahr. Wow, ne? Und ich weiß, wie leicht man sich in sowas reinziehen lassen kann. Wenn man nicht verstanden hat, dass man bei sich bleiben darf, ja, wirklich bei sich bleiben, bei den eigenen Wünschen, bei den eigenen Werten, bei den eigenen Prinzipien. Und wenn du die nicht verteidigst, ein anderer wird dich überrennen, der wird sie übertreten. Das ist einfach so. Das ist nicht nur in Partnerschaften so, das ist im Beruflichen so, das ist in Freundschaften so, das ist immer dieselbe Nummer. Ne? Wenn du nicht zu dir selbst stehst und ganz klar bist, dann wird ein anderer reinfahren in deine Energie und wird dir das kaputt machen. So ist es einfach im Leben. Da dürfen wir uns selber schützen, da dürfen wir uns selbst verteidigen. Ja? Lag diese Karte nicht irgendwo? Ja. Ne? Hier. Also, ihr habt das sicher hinter euch, hoffe ich, ja? Und wenn dem so ist, dann wisst ihr jetzt, warum es so gekommen ist, und dann habt ihr die Möglichkeit, es in Zukunft einfach anders zu machen. Ich wünsche es euch sehr, weil ich wünsche euch, dass ihr da, wenn ihr euch das wünscht, dass ihr da hinkommt. Dass ihr das bekommt, was meines Erachtens für die meisten Menschen vorgesehen ist. Es gibt auch ein paar, die haben sich für dieses Leben einfach nicht vorgenommen. Aber für die meisten Menschen ist es vorgesehen, dass sie in diese Partnerschaften kommen, früher oder später, wenn sie ihre Erkenntnisse erfahren haben, wenn sie aus solchen Situationen gelernt haben. Deswegen machen wir ja so eine Legung. Und man für die Zukunft einfach neue Schlüsse, ja, für sich daraus ziehen kann. Also, alles, alles Liebe für euch. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich umarme euch und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.